kann man schon spielen. In dem Capcom, die Early Access gibt. Dear, looks like we've been caught in the act, Minoto. Quite disappointing, Hinoa. I really don't see how anyone could have noticed us. Sound is good. Perfect display of stealth. That's why we expect great things of you. You're always razor sharp. Well then, I guess we still have a lot of training left to do. What? You don't want us sneaking in? Oh, come on! This is Kimura! We're all practically family here. Besides, Elder Fugen is looking for you. So go get ready. Can't keep him waiting. Oh, mein Hund sieht gut aus. Ah, oh, sieht ja gut aus. Meine Katze sieht man nicht viel, weil die Rücken, weil die diesen fetten Anzug an hat. Shall we go? So krasser Teig. Die Musik ist so gut in dem Teil. Oh. Der Hund ist auch cool. Euli! Wir kriegen auch gleich eine Eule. Fuck, ich muss mir noch einen Namen für die Eule ausdenken. Ah! Ah, ich weiß schon. Elder Fugen, we did like you asked. Oh, Hinoa. Minoto. Thank you. I just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. So it's finally beginning. It's been 50 years since the last calamity. Ich will auch früher spielen. But I remember. Lo auch, die vibriert like gerade im Hintergrund. Und hat nicht den Stream an. A huge pack of monsters in a giant stampede. They attack the village in a frenzied rage. Hello, Kira. Nobody knows why this happens, but it came close to wiping out our village last time. I think it's time we paid a visit to the stronghold. We have to protect the village. There's nothing to worry about, Elder Fugen. Können die aufhören gleichzeitig zu reden? Das ist gruselig. Everyone in Kimura, we've all been training for this moment for our entire lives. Hinoa, we should start preparations right away. Now that's what I like to hear. Nephias, die Randale und all das mal beiseite. Ich habe Neuigkeiten für dich. Heute Morgen kam eine Nachricht der Gilde, der zufolge du jetzt offiziell ein Jäger bist. Nun beginnt das wahre Leben, Frischling. Ich sollte dich nicht mehr so nennen, mache ich aber trotzdem. Viel Spaß, was ich hab. Ich denke, morgen, nachdem ich selber geschaut habe, schaue ich mir auch mal zu. Vorher will ich selber gut vorankommen. Okay. Entschuldigt die Unterbrechung, ältester Fogen. Das Dorf ist über die nahen Randale informiert, wie ihr gewünscht habt. Ah ja, danke. Da fällt mir ein, Nephias. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du offiziell ein Jäger bist. Klasse. Glückwunsch. Jetzt musst du dich nur noch bei der Gilde registrieren, damit du anfangen kannst, all die Quests anzunehmen. Dazu solltest du mit Gildenmeister Hojo in der Versammlungsstätte reden. Oder Hojo.
Aber das kann warten. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Sure. Wenn du im Feld Erfolg haben willst, bist du auf die Hilfe anderer Dorfbewohner angewiesen. Also, folge mir. Wo fangen wir am besten an? Natürlich, der Händler der Geheimnisse, Kagero, der Händler. Mit L bewegst du deinen Charakter, hält er dabei R gedrückt, um zu sprinten. Die Musik ist so cool. Hallo, Yomogi. Hey, Nefia, solltest du nicht eigentlich am Einkaufen mit Hinoa sein? Woher weiß die das? Hör mal, wurden dir keine Manieren beigebracht? Man lässt seine Freunde nicht einfach den ganzen Tag warten. Hier hast du ohnehin nichts verloren. Ich hab zu tun. Lass Hinoa nicht länger warten. Jetzt ab mit dir. Husch. Bin schön rude. Seid gegrüßt, Meister Nefias. Wie ich hörte, seid ihr in die Gilde aufgenommen worden. Glückwunsch. Hier findet ihr Heilungen und andere Objekte, die euch bei euren Jagden behilflich sein können. Ich variiere mein Angebot häufig und verfüge über Spezialangebote für Jägerinnen und Jäger. Die werden euch sicher zusagen. Der sieht doch gar nichts. Das stimmt. Kagero bietet manchmal Waren zum halben Preis an. Dann kannst du echte Schnäppchen machen. Wie macht er denn dann Profit? Ich warte immer auf Angebote und wenn es soweit ist, schlage ich gnadenlos wie eine Ratian zu. Ich spüre oft Lady Hinoas scharfen Blick auf mir. Nun verstehe ich auch warum. Leider nicht, weil du hot bist. Kagero, du hattest doch Objekte für mich zurückgelegt. Natürlich, ich lasse sie einpacken und umgehend zu euch schicken. Bestens, mal überlegen, wo wir am besten als nächstes hingehen. Gefestigt wie Stahl, Meister Harmon, der Schmidt. Es wäre schön, ihn zu besuchen. Möchtest du toll verlassen? Ja, möchte ich. Mein Gott, dass sie das eingeführt haben, dass mal gefragt wird. Hinoa, was gibt es? Wie du siehst, treffe ich Vorkehrungen für die Randale. Ich bin beschäftigt. Sure. Meister Harmon, ich bringe gute Neuigkeiten für euch. Nefias wurde in die Jägergilde aufgenommen. Das Dorf hat nun einen Jäger, auf den wir uns verlassen können. Ist das nicht großartig? Ah, verstehe. Nun gut, Nefias, dann möchte ich dir gratulieren. Die Ausrüstung, die wir hier schmieden, ist ein essentieller Teil der Jagd. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Zudem repräsentiert sie unser Dorf. Jäger, die nicht mit Tatara-Stall umgehen können, sind des Banners Kamuras unwürdig. Hier findest du alles, was du brauchst. Über das Herstellen und Verfeinern können wir später noch sprechen. Sure. Da fällt mir übrigens was ein. An der Buddy Plaza da vorne kannst du Buddies anheuern. Geleitet wird das Ganze von Meister... Uff, ich hab zu oft gedrückt. Dieser ständige Umgang mit Felinen und Kaninen... Irgendwas habe ich gehörig falsch gemacht. Na nur, ich finde, Buddy-Wildexperte ist durchaus ein ehrenwerter Beruf. Wie dem auch sei, Meister Harmon. Ist meine Bestellung schon fertig? Ja, eine der Lehrlinge wird sie dir nachher bringen. Okay, ein Ziel haben wir noch, dann sind wir fertig. Mal sehen. Süßer als süße Dango. Das kann nur der Teeladen von Yomogi, der Köchin, sein. Der Seilkäferbalken wird unten im Bildschirm angezeigt. Warum kriege ich das Tutorial denn jetzt? ZL plus A oder Z... Ach, ich kann das hier im Dorf machen? Wie cool ist das denn? Hä? LOL, wie cool! Ich kann hier einfach... Es gibt keine unsichtbaren Wände, oder was? Moment. Ah, doch. Okay. Ich dachte schon. Kann ich auf dem sein laden? Oh, lol. Oh, lol. Hä? Das ist cool. Ich kann es kaum erwarten, bis Spieler rausfinden, ob es hier Glitches gibt. Let's go. Jeder Tag sollte mit Dango beginnen. Achso. Immer drauf auf die Dango. Ich habe doch mit ihr geredet. Dachte ich. Oh, Nefias. Ich habe die tollen Neuigkeiten gehört. Die Gilde hat dich als Jäger anerkannt und alles. Glückwunsch. Vergiss nicht, vor der Jagd vorbeizuschauen und ein paar Dango zu essen. Wie findest du meine Idee mit den Hasengesichtern? Es gibt nichts Leckereres auf der Welt. Noch dazu bringen sie dein Blut in Wallung für die Jagd. Yomogis Dango sind wirklich gut. So gut, dass ich bei der Arbeit nicht genug davon bekommen kann. Schon beim Gedanken daran werde ich ganz aufgeregt und... Yomogi, das Übliche bitte, dank dir. Natürlich, Hinoa, eine super-duper-mega-Portion Dango. Kommt sofort. Unser Einkaufstrip hat mir Spaß gemacht. Danke für die Begleitung, Nefias. Ich habe die bei Meister Hano und Kagero bestellten Objekte direkt an deine Objektruhe liefern lassen. Überraschung, da ist eine Kleinigkeit von mir, anlässlich deines Ausstiegs zum Jäger. Komm wieder, wenn du mit deinen Registrierungsdings durch bist, ja? Was mit den niedlichen Dango?
Tut mir leid, die sind alle für mich. Ich würde ja teilen, aber ich darf schließlich nicht vom Fleische fallen. Du solltest direkt eine Waffe ausrüsten. Ich will sehen, wie dir der Jagdaufzug zu Gesicht steht. Glänzende Idee. Warum rüstest du nicht das Langschwert aus, das ich dir besorgt habe? Ich möchte kein Langschwert! Ich werde hier in eine Rolle gepresst, die ich nicht will. So cool, die Montur steht dir echt gut, Nephias. Das hat deinem Mut neuen Aufwind gegeben, hm? Dann lass dich gleich in der Versammlungsstätte als Jäger registrieren. Wenn du erstmal mit Meister Hoyo sprichst und dich registrierst. Du kannst als echter Jäger Kamuras auf echte Jagden gehen. Wie aufregend. Ich muss hier auf meine Bestellung warten, also fort mit dir. Ich warte am üblichen Platz auf dich, wenn du fertig bist. Will das Langschwert nicht. Goddammit. Ich werde hier in eine Rolle gepresst, die ich nicht will. Levitas, danke für 31 Monate, Luja, man, dass sie keinen Key hat, also gib mal ab. Ich hab keinen. 2. Nein, ich will nicht Horn. Luvelhorn. Wieso sitzt er denn auf einem Tetsu? Ist das ein Tetsu? Oh. Wieso ist die Katze so groß? Mister, Sie haben ganz schön große Ohrläppchen. Guten Quark, Nephias. Du hast dir ja hübsch Zeit gelassen. Ich war schon am Unken, du gämst nicht mehr. Du weißt ja sicher, dass ich Hoyo, der Gildenmeister dieser bemerkenswerten Versammlungsstätte. Was? Deine Gildenregistrierung? Ach ja, dazu wollte ich gerade kommen, bevor du mich unterbrochen hast. Hättest mich ausreden lassen, wäre dir klar, dass wir ein neues Verfahren haben. Komm aus dem Quark. Es gibt keine Tests und du brauchst auch keine Stempel. Es zählt nur mein Ja und du bist Startler. Und damit bist du jetzt offiziell ein Jäger. Und nicht nur irgendein Jäger, oh nein, ein Jäger Kamuras. Nimm eine Quest von unserer teuersten Minoto an und geh ein paar Monster jagen. Johohoho. Was das angeht, würde ich es gern sagen, aber ich muss diesen Bericht über die Randale für die Gilde fertig machen. Es tut mir schrecklich leid, aber bitte sprich erstmal mit Hinoa, damit sie dir die Quest erklären kann, ja? Moin, Ass. Ich habe gerade die krassen Neuigkeiten gehört. Fantastisch. Bevor du zu Hinoa rennst, komm mal zu mir rüber. Ich muss doch deine Ausstattung bewundern. Otsushi. Siehst gut aus, Ass. Glückwunsch zu deiner Ernennung zum Jäger. Die harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich freue mich für dich. Bevor ich es vergesse, ich muss dir noch die Aktionsleiste erklären. Mithilfe der Aktionsleiste kannst du alle möglichen Aktionen ausführen, ohne ein Menü zu öffnen. Ziemlich cool, oder? Probier's mal. Wähle die Kamera in der Aktionsleiste und mach ein Foto von mir. Wenn das Foto im Kasten ist, zeig es mir. Das ist ja mal ein gut aussehender Typ. Jetzt kennst du dich mit der Aktionsleiste aus. Zeit für eine Quest. Aber falls du noch Zweifel hast, ob du bereit bist, kannst du dein Können im Trainingsbereich auffrischen. Der ist nur eine kurze Bootsfahrt von der Buddy Plaza entfernt, wo Yori mit seinen pelzigen Freunden abhängt. Dort kannst du alle möglichen Waffen und Fähigkeiten ausprobieren. Das ist ein guter Ort, um sich vor der Jagd aufzuwärmen. Alles klar, ich will dich nicht länger aufhalten. Hinoa wartet auf dich, stimmt's? Ja, er hat nicht... Ich meine, vielleicht braucht er ja einen Dickpick oder so. Ja, egal. Sprich mit Hinoa. Hello. Das ist Minoto. Wieso werde ich nicht gebonkt? Oh mein Gott. Warte. Eigentlich war das an. Kriegen ihre Punkte zurück. Einen Moment. Versuch's noch mal, Scorpion. Jetzt müsste es gehen. Die Gilde von der Radale berichten. Jägerbewerbung durchsehen, Questliste aktualisieren. Oh. Nephias, mir bei der Arbeit zuzusehen wird nicht sehr... Das kommt dahin spannend für dich sein.
Ich bin nicht so gut in meiner Aufgabe wie Hinoa, also werde ich etwas länger brauchen. Entschuldige die Umstände, aber könntest du Hinoa bitten, dir die Details der Quest zu erklären? Okay, wo ist die denn? Ist sie draußen? Ist sie oben? Ist sie draußen? Wer sagt listen? Wen kann ich hier hauen? Nefis, hast du deine Jägerregistrierung schon abgeschlossen? Super. Ich habe vorhin deinen Kauz vom ältesten Vogen abgeholt. Er ist so niedlich. Du wirst ihn lieben. Wie die Buddies helfen dir Käuze während Quests, aber sie tun das auf ihre eigene Art. Euli, Käuze sind in ganz Kamura beliebt. Der Dorfälteste hat dir einen Kauz als Haustier gegeben. Wenn du ihn über die Aktionsleiste rufst, fliegt er herbei und setzt sich auf deinen Arm. Wenn ein Symbol erscheint, während ein Kauz auf deinen Arm sitzt, drücke darauf, damit er davonfliegt. Wer weiß, was dann passiert. Diese Funktion ist im Mehrspieler nicht verfügbar. Wenn dein Kauz auf deinen Arm sitzt, kannst du das Haustiermenü öffnen. In diesem Menü kannst du deinen Kauz füttern und seine Kleidung wechseln. Fütterst du deinen Kauz, begrüßt er dich, wenn du von deiner Quest zurückkommst. Das ist das letzte Pet. Wie wär's, wenn du deinem neuen gefiederten Freund einen Namen gibst? Ja, komm. Da ist er. So. Wie auch immer, meine Schwester kann sich vor Arbeit gerade kaum retten, also weise ich dich an ihrer Stelle in die Quest ein. Jetzt, da du Jäger bist, ist es deine Aufgabe, Quests zu erledigen, die Minute und ich auf unsere Questliste haben. Hätte gelacht, wenn da nichts gekommen wäre. Kein Name oder was? Oder der Vogel? Ach so. Einige dieser Quests, die sogenannten Hauptquests, werden uns direkt von der Jägergilde übermittelt. Wenn du also ganz gezielt die Hauptquests absolvierst, wird die Jägergilde von dir eine Notiz nehmen. Eins noch. Nimm dieses Flolier, das Minoto und ich für dich gemacht haben. Wie du vielleicht weißt, sind Floliers Schutzamulette, die aus einer heimischen Pflanze namens Sendezweig gewebt werden. Der Pollen, der an Irlitzen haftet, verstärkt dein Flolier und damit deine Fähigkeiten. Pass gut darauf auf. What? Okay. Floliers sind aus Sendezweigen gewebte Armbänder mit Anhängern. Oh, Burp. Mit Anhängern. In Kamura werden sie üblicherweise von Jägern getragen, wie bei anderer Ausrüstung kannst du immer nur eins tragen. Floliers nehmen die duftenden Pollen von allen Irlitzen auf, die du während einer Quest sammelst und geben dir spezielle Statusboni. Du kannst ein Flolier über Ausrüstung verwalten, in die Objektruhe austauschen. Probiere verschiedene Typen aus, um das zu finden, das am besten zu deinem Stil passt. Spür Irlitze auf, um die Effekte der Floliers zu maximieren. Floliers können auch über die Objektruhe im Zelt ausgetauscht werden. Okay. Ich denke, Minoto sollte so langsam mit ihrem Bericht fertig sein. Und ich muss auch wieder an die Arbeit. Sobald du bereit bist, kannst du Quests von uns beiden annehmen. Einen Miau-Augenblick. Du kannst doch nicht weglaufen, ehe ich mich vorgestellt habe. Oh nein. Miaulo, Minifias, und Glückwunsch zu deiner Ernennung zum Jäger. Wenn du mal einen Städtenquest annimmst, habe ich Sendri, der Postbote, ziemlich wichtige Infos für dich. Nur mit meiner Hilfe kannst du Jagdkumpanen treffen. Also komm schnurstracks zu mir. Was soll ich denn noch alles tun? Ich denke, das wäre dann wohl alles. Zeit, mit der Monsterjagd zu beginnen. Demospielerbonus. Zusätzlich hatte können... Ja, okay. Krieg ich meinen Demospielerbonus endlich? Kann ich jetzt an die Objektro und die Waffe wechseln? Bitte? Ja, Solo gehe ich erstmal mit dem Morph. Ja, erstmal Morph. So. Habe ich denn meine Objekte schon bekommen? Nee, aber die müssen mir auch noch mein Zuhause zeigen. Hab schon auf dich gewartet. Ich habe wichtige, nein, unverzichtbare Informationen. Wir hatten mein Monster Hunter, glaube ich, erst mal, wenn es für PC kommt. Wenn Rise überhaupt für den PC kommt, wurde das angekündigt? Nintendo Monhuns kamen eigentlich noch nie für den PC.
Warst du gerade auf dem Weg zur Versammlungsstätte, um eine Jagdgruppe zu versammeln? Was das angeht, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wenn die Randale in der Nähe ist, dürfen Jäger Kamura nicht verlassen. Und Jäger, die sich außerhalb befinden, können nicht einreisen. Anders gesagt, Kamura ist offline. Wenn du aber eine Gruppe bilden möchtest, kann ich eine spezielle Nachricht an Jäger senden, damit sie herbeieilen. Ist für Anfang 2020 bestätigt. Okay. Diese Nachricht lässt Kamura online gehen und Jäger können einreisen. Frag mich nur nicht, wie es funktioniert. Ich habe es selbst nicht verstanden. Hat was mit einem Spinnennetz zu tun. Ah! Wie dem auch sei, komm zu mir, wenn du zwischen Offline und Online wechseln möchtest. Hat Minute dir eigentlich schon die Quests erklärt? Hat sie? Dann kannst du jetzt mir auch mit anderen Jägern auf Quests gehen. Probier es aus, wenn du bereit bist. Okay. Sprich mit Minoto, Städtenfortschritt, Dorffortschritt. Oh, so viele Tutorials. Oh, hello. Grüß dich, Nephias. Bereit, dir bei ein paar Quests die Hände schmutzig zu machen? Nun, dein Timing ist perfekt. Gerade ist eine neue Quest für dich reingekommen. Meister Otsushi braucht dich. Sieht so aus, als sei Basistraining angesagt. Er hat sich so darauf gefreut, ein richtiger Ausbilder zu sein, hat endlos davon geredet, wie er es allen zeigen wird. Und der älteste Frogen hatte wohl auch seine Finger im Spiel, aber das hast du nicht von mir gehört. Ich denke, sie haben sich die Köpfe darüber zerbrochen, wie sie dich als Jäger weiterentwickeln können. Wie lieb! Du findest Otsushis Anliegen in der Questliste. Nimm sie an, wann immer du bereit bist. Sei aber auch bereit, okay? Wenn du soweit bist, geh einfach durch das Questtor, dann geht es los. So, dann machen wir uns mal in die Questliste. Make sure to check the special quest as well. Ja, okay. Have a look. Oh, voll hübsch. Schließe dir das Monster. Es ist weird, dass das so schräg ist, daran muss ich mich noch gewöhnen. Ah, hier sind die so normal. Okay. Optionale Nebenquests. Geplauder. Okay. Cool. Gehen wir nochmal mit Minoto sprechen. Ich hab dich schon erwartet. Wie du vielleicht schon vermutet hast, laufen alle Versammlungsstätten-Quests über mich. Sei dir bitte bewusst, dass diese Quests für Gruppen von Jägern vorgesehen sind. Quests sind je nach Schwierigkeitsgrad mit einer bestimmten Anzahl von Sternen bewertet. 1 Stern, 2 Sterne und so weiter. Quests mit 1 Stern, 2 Sternen und 3 Sternen sind als niedrigrangig eingestuft. Jene mit 4 bis 7 Sternen gelten als hochrangig. Ich bin sicher, du wirst nur auch hochrangige Quests auf dich nehmen. Das ist jedenfalls... was Hinoa sagt. Hier in der Stätte bestimmt dein Jägerrang kurz JR, welche Quests du annehmen kannst. Mit dem Jägerrang JR1 kannst du Einstände JR2 und du verstehst das Prinzip. Wie du deinen Rang erhöhst, erkläre ich dir später. Konzentriere dich jetzt erstmal auf deine aktuelle Aufgabe. Hallo Edna. Oh, und wenn du eine Quest gemeinsam mit anderen Jägern absolvieren möchtest, findest du verfügbare Quests sowie nähere Einzelheiten an der Questtafel. Nachdem du eine Quest angenommen hast, begib dich zum Questtor. Und wie gesagt, Städtenquests sind für Jägergruppen gedacht. Konkret bedeutet es 4 Jäger. Wenn du jedoch von deinen Fähigkeiten überzeugt bist, kannst du dich auch auf eigene Faust daran versuchen. Du kannst gerne das Vorbereitungsgebiet im ersten Stock nutzen. Vorbereitung ist schließlich schon die halbe Miete. Das dürfte alles sein, denke ich. Ich frage später Hinoa, ob ich noch etwas vergessen habe. Du beginnst auf jeden Fall zunächst mit Ein-Sterne-Quest. Viel Glück! Das mache ich nicht, weil ich gerade keine Gruppe von Jägern habe. Darf ich bitte... Danke. Oh, Expeditionen. Erjage ein Agnosom. Kuroyaku, Groß Itsushi, Groß Buggy, Lagombi. Oh, die Zeichnungen sind so cool. Azuros. Zamiten. Oh, es gibt Zamtrios wieder. Cool. So, dann machen wir erstmal die Dorfquests. Das ist nämlich der Singleplayer. Den kann man nämlich nur alleine machen. Und euch gibt's auch wieder. So, einen Moment kurz. Bin gleich wieder da. Genieß kurz die Musik. So. Ja, gib mir die Quest. A special quest has been added. Good luck. ZR aufbrechen. Warte, ich muss noch Dangos essen.
mit Dangos. Hier esse ich Dangos. Gib mir Dangos. Kann ich die hier irgendwo... Hier vorne irgendwo essen? Nur in der Hunter-Lobby, ne? Nicht im Singleplayer? Muss ich da extra rüber gehen? Warte mal. Muss ich hier rüber, um zu essen? Eine Mahlzeit essen. Wenn du Dango im Teeladen bestellst, gewinnst du zusätzliche Gesundheit und Ausdauer. Du kannst mit Glück sogar Dango-Fähigkeiten aktivieren. Den Dampfer konnte ich... Nee, das war wegen meinem Hund. Wahrscheinlich. Ja, moin. Aktivierungschance 80%. Abwehrer, Werfer, Pfoten, Arzt, Polierer, Erntehelfer. Reduziert die Zeit bis zum Sammelpunkt wieder. Erhöht den Schaden von Kunai. Verhindert, dass es auf den Hintern fällt. Ja, mein Gesicht. Ja. Der Erste hat immer ein Gesicht. Ah, man kann direkt ein Set daraus machen, das ist cool. Wie cool ist die Cutscene? Perfekt. So, jetzt haben wir die Cutscene einmal gesehen. Das heißt, wir sehen sie nie wieder. Let's go. Aber jetzt wird die immer geskippt. Doch. Heiligtum von den Göttern verlassen. Steht da oben, seht ihr nicht. These halls of worship, once so bustling, now home to monsters, stalking and rustling. Hunters, beware. Not waits, but despair. Let's go! Hey, Hero! Wie geht's? Hast du meine Quest angenommen, ja? Sehr schön. Komm her, dann legen wir los. Glückwunsch nochmal, dass du es zum Jäger gebracht hast. Jetzt beginnt ein neues Leben für dich. Ich weiß, du brennst richtig auf die Jagd, aber lass uns erst nochmal die Questgrundlagen auffrischen, okay? Fangen wir gleich hier mit dem Lager an. Das ist dein Zelt. Hier kannst du deine Ausrüstung, deine Waffen wechseln und deine Objekte ordnen. Wenn dir dein aktuelles Set nicht gefällt, kannst du drinnen deine Ausrüstung wechseln. Das da drüben ist die Vorratstruhe. Sie enthält Objekte, die dir bei Quests helfen. Die Gilde stellt alles zur Verfügung, also nimm dir ruhig, was du brauchst und setz es nach Belieben ein. Damit ist alles zum Lager gesagt. Auf zum nächsten Teil. Ich warte unten am Fluss hinter dem Felsvorsprung auf dich. Falls du dich verirrst, such mein Symbol auf deiner Karte. Nein, funktioniert nicht. Es sollte auch gar nicht an sein. Also ihr solltet es gar nicht einlösen können. Ne, könnt ihr auch nicht. So. Auf der Karte links unten siehst du, wo sich das Gebiet befindet. Okay. Jägergilde sind die... Okay. Die Items, ja, die kennen wir. Die nehmen wir doch mal. Nehmen wir einfach alles mit. Uff. Lautes Illuminati ist laut. Ja, obwohl es eigentlich leise eingestellt ist. Ich habe keine Ahnung, warum das immer laut ist. Ja, ich weiß. Sammeln. So. Herstellung. Ist die Kunst, zwei Objekte zu verbinden. Okay. Ja, wir kriegen jetzt sehr viel Tutorial erstmal. Hui.
Hey, hier oben. Okay, reden wir über Saalkäfer. Die sind großartig und bei der Jagd ein absolutes Muss. Setz sie richtig ein, dann kommst du in 0, nicht so ziemlich überall hin. Sogar auf den Felsen hier. Versuch's mal. Ja. Ich hab Demo gespielt. Seilsprint auf eine Wand zu, um einen Wandlauf zu starten. Ja, habe ich auch schon gemacht in der Demo. Sieh mal eine an, du bist ein Naturtalent. Als nächstes reden wir über Buddies. Heute habe ich meinen Palico Blitz und meinen Palamute Dollar mitgebracht. Sie werden dir bei diesem Teil des Trainings zur Foto gehen. Versuch als erstes mal auf den Dollar meinen Palamute aufzusteigen. Palamute sind schnell wie der Wind, also wenn dir ein Monster entwischt, spring auf den Rücken deines bellenden Buddies. Ich warte am Ende des Weges auf dich, triff mich dort. Give it a try. I'm running, that's why I'm running. I'll just take this. Nehm noch die Kacke mit. So. Hey, sieh dir diesen gelben Irlitz an. Wenn du einen berührst, versteckt sein Pollen deinen Glücksbringer, den du trägst, dein Folier. Der Duft des Pollens umgibt dann dein Folier und steigert deine Werte. Unser kleiner Freund hier ist gelb, also erhöht er deine Ausdauer. Andersfarbige Elitze erhöhen deine anderen Werte. Ziemlich cool, wenn du mich fragst. Der Effekt bleibt nur für die aktuelle Quest aktiv, aber er ist es wert, darauf verwette ich meine Schuriken. Und da drüben ist ein Tuchfalter. Tuchfalter sind eine Art von vielen Kreaturen, denen du in den Jagdgebieten begegnest. Wir nennen sie einheimische Wesen. Das Pulver, das der kleine Flattermann verstreut, kann deine Verteidigung stärken. Es gibt noch viele andere einheimische Wesen, die dir bei der Jagd auf verschiedene Weise helfen können. Sieh dich nach anderen einheimischen Wesen um. Dann spiel mit ihnen rum und schau, was für Effekte sie haben. Sounds weird, man. Okay, nur noch ein wenig mehr. Folge mir. Oh, ich muss niesen, aber ich will nicht. Muss ich jetzt niesen oder nicht? Oh. Große Klasse, Ars. Hast den Dreh beim Reiten von Palamute schon raus, was? Sind echt hilfreiche Buddies. Vor allem, wenn du große Wegstrecken zurücklegen musst. Du kannst ihm während des Ritts sogar das Kommando zum Angriff geben. Aber ihre Angriffe sind nicht so stark wie deine. Deshalb solltest du besser absitzen, wenn die heiße Phase der Jagd beginnt. Sieht aus, als wären ein paar Monster in der Nähe. Wie steht's um deine Gesundheit und Ausdauer? Pass auf, dass du deinen allgemeinen Status draußen im Feld in meinem Auge behältst. Wenn du so weit bist, komm hier lang. Jetzt fängt der Spaß jetzt richtig an. Irgendwie triggert es mich, dass die Buddies sagen. Was sollen sie sonst sagen? Ich glaube, der Ton ist wieder versetzt im Stream. Moment. So. Klasse, ein Rudel Itsuchi. Es sind 3 Stück, erledige sie für mich. Halte dich nicht zurück, nur weil sie klein sind. Die sind gerne mal geschickt und skrupellos. Skrupellos. Denk einfach an dein Training, dann packst du das mit links. Halt deine Waffe bereit, schön ruhig und mach sie fertig. Immer ein Angriff nach dem anderen. So. Excellent. Ja, da stand skrupellos. Kann passieren. Fantastisch. Tolle Arbeit, Ass. Und denk dran, die Monster für Materialien zu zerlegen. Die kannst du dann in der Schmiede für Verbesserung nutzen. Komm zu mir, wenn du mit dem Zerlegen fertig bist. Nein, ich will nicht reiten. Doch, ich will reiten, weil darauf kann ich dann looten. Sehe ich gerade, was voll chillig ist. Haben jetzt alle gelootet? War nur 3. Ah! Ich wollte sagen, ich werde um eine Leiche betrogen. Ich hab doch den Honig-Buff. Zack.
Das war eine unglaubliche Jagd. Auf meinen besten Schüler ist einfach Verlass. Keine Sorge, wenn du mit deiner Leistung noch nicht ganz zufrieden bist, du stehst ja noch am Anfang deiner Laufbahn. Also dann, gehen wir ins Lager zurück. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Aber kein Problem, mit der Schnellreise bist du ruckzuck wieder im Lager. Ich gehe vor, wir sehen uns dort. Oh, er geht echt vor. Karte öffnen, Schnellreise. Will ich das? Ja, ich will eine richtige Quest machen. Aber erstmal möchte ich noch sammeln. Moment. Komme ich überhaupt noch so normal ins Lager hoch? Ich muss die Schnellreise in das Lager machen, ne? Man kann gar nicht anders mehr hoch, oder? Schnellreise. Ah, cool. Glückwunsch, du hast die Basistrainingsquest abgeschlossen. Ich bin stolz, dich als vollwertigen Jäger in die Welt zu entlassen. Du hast viel gelernt, aber vergiss nicht, der älteste Vogel und ich haben hohe Erwartungen an dich. Falls dir mal danach ist, dein Basistraining aufzufrischen, brauchst du diese Quest nur erneut von Ninoa anzunehmen. Ich gehe gerne nochmal alles mit dir durch. Victory! Alles nehmen, bester Button. Okay. Kamura-Amulett, Auszeichnung erhalten. Wie gut ist der Charaktereditor? So gut, wie er bei Monster Hunter halt ist, ne? Bei Monster Hunter kannst du nicht, wie immer. Das Tutorial hat durchgenommen. Es ist wie bei World, würde ich jetzt behaupten. Also ist es nicht krass, aber reicht ja für ein Monster Hunter. So, Nephias, Utsushis kleine Quest war ein Kinderspiel für dich, was? Ha, ich habe auch nichts anderes erwartet. Du hast heute den Kern des Jagens erlernt. Wohin die Jagd dich auch führt, diese Lektionen werden dir immer helfen. Hinoa hat sicher ein paar Sternequests, einen Sternequest für dich auf Lager, also mach dich an die Arbeit, fröhliches Jagen. Schön, dich zu sehen, Nephias. Was macht das Jägerleben? Ich möchte, dass du etwas erledigst, neben deiner üblichen Pflichten als Monsterjäger meine ich. Wenn dir Dorfbewohner je von ihrem Problem berichten, schenk ihnen ein offenes Ohr und geh ihnen auch zur Hand, wenn du kannst. Ich weiß, es kommt plötzlich, aber keine Sorge. Ich habe eine kleine Aufgabe zur Eingewöhnung für dich. Ich möchte, dass du mir etwas holst. Meinst du, du schaffst das? Komm wieder zu mir, wenn du fertig bist. Anfragen. Okay, kenne ich auch. Gebratenes Steak. Okay, mache ich dir. Later. Ich muss dringend mit dir reden. Wenn du deinen Schutz nicht ernst nimmst, wirst du da draußen im Feld nicht lange überleben. Die Gründe kannst du dir denken. Du kannst deine Rüstung in meiner Schmiede verbessern. Vergiss nicht, die dafür nötigen Rüstkugeln mitzubringen. Ich gebe dir ein paar als Starthilfe. Dankeschön. Ist das hier mein Haus? Ah, dein Raum im Mehrspielermodus. Wenn du deinen Raum im Mehrspielermodus besuchst, kannst du den Raum des Lagerhauses betreten. Ah ja, okay. Das ist mein Raum. Ey, das ist ja voll chill. Stets zu euren Diensten. Ich wurde von der Jägergilde gesandt, um als euer persönlicher Haushälter zu dienen. Ein Haushälter kümmert sich um alles, damit der Jäger sich in Ruhe und mit Stil auf die Jagd vorbereiten kann. Wenn es etwas gibt, das ich an eurer Stelle erledigen kann, zögert nicht, mir eine Reihe an Aufgaben zu übertragen. Ich werde mein Möglichstes tun, um euch zu Foto zu gehen. Wenn es Aufgaben gibt, die ihr erledigt haben wollt, lasst es mich nur wissen. Ich stehe jederzeit bereit. Ich habe keine Inneneinrichtung. Okay, bisher hat die nur das. Die Buddy-Tafel. Werktruhe. Fukashigi, der Informant. What the fuck? Ich bin es, Fukashigi, der Informant zu deinen Diensten. Ich habe meine Spuren so sorgfältig verwischt und doch hast du mich gefunden. Du bist wahrlich ein erstklassiger Kamura-Jäger. Ich kann meine wahre Identität nicht enthüllen, aber ich kann verraten, dass ich Geheimnisse sehr zu schätzen weiß.
Ich bekomme oft neue Informationen in die Pfoten, die dich bestimmt interessieren. Ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten. What the actual fuck? Ich verrate dir Kamoras erstes schmutziges Geheimnis. Die Noah, das Questmädel, ist wirklich verrückt nach scharfem Essen. Egal, ob süß oder scharf, sie isst so gut wie alles. Jetzt bist du baff, was? Mehr Infos gibt es, sobald du eine dringende Quest von Inoa abgeschlossen hast. Oh, okay. An der Buddy-Tafel kannst du bis zu 2 Buddies als Begleiter für deine Quest auswählen. Ah. Ah ja. Aber kann ich die ändern? Ausgewogen. Einfach. Man kann die Unterstützerfähigkeit nicht ändern, aber man kann mehrere Katzen haben. Man kann mehrere Buddies haben. Das ist wie in Generations. Deswegen kann man das am Anfang auswählen. Okay. Deswegen gibt es auch den Buddyplatz. Schon mal von diesen großen Seilkäfer-Dingern gehört? Naja, das sind im Prinzip Seilkäfer, nur größer. Und ihre Seile sind deutlich stärker. Steig auf und er schleudert dich sehr viel weiter, als es ein normaler Seilkäfer je könnte. Der Haken ist, wenn du sie mal in Juwelenlilien setzt, kriegst du sie nicht mehr da weg. Und ihre Größe macht sie schwer zu steuern. Aber wenn du einen absetzt, kannst du dich ruckzuck durch den ganzen Ort bewegen und sie warten sogar auf dich. Na, interessiert? Also gut, hier sind ein paar große Seilkäfer. Nur für dich. Sag ja nicht, ich hätte nie was für dich getan. Probier sie aus, wenn du auf der Jagd das nächste Mal an Juwelenlilien vorbeikommst. Glaub mir, entspannter kann man nicht jagen. Ich weiß nicht, ob es um 12 Uhr Mitternacht direkt freigeschaltet wird. Oder Lou hat auch irgendwo mal eine Uhrzeit gefunden, aber das, sie weiß nicht, ob das nur für Englisch zählt oder für alle. 9 Uhr morgens. Ich weiß leider nicht, wann Nintendo das freigibt. Viel Spaß im Glück, Anna. Grüße und Miau, ich bin Shurobai und leite hier die... Ist das Gorobai? Ich hoffe, du irrt sich. Ich muss um 9 auf Arbeit sein. Grüße und Miau, ich bin Shurobai und leite hier die Buddy Plaza. Herzlich willkommen. Da du jetzt ein katzechter Jäger bist, erlaub mir bitte, dich auf der Buddy Plaza willkommen zu heißen. Buddy Wildexperte Yori wird dir einen Überblick über alles verschaffen, was mit Buddies zu tun hat. Wenn du einen Buddy erneuerst, gewinnst du einen treuen Kampfgefährten, der dir bei all deinen Jagdaufgaben zur Seite steht. Berliner Häuptling Kogarashi ist der absolute Experte, was die Latinamian-Star-Jäger angeht. Du kannst dich darauf verlassen, dass alle Buddies, die für dich in Bereitschaft sind, Materialien sammeln, während du jagst. Diese Fähre fährt zum Trainingsbereich. Wie? Deine Ernennung zum Jäger heißt nicht, dass du jetzt bequem werden kannst. Und Rondin? Hier ist eine Händlerin von außerhalb Kamuras. Jeder gute Jäger braucht einen Vorrat an guten Objekten. Wie obskur dein Anliegen auch sein mag, sie hat bestimmt das Richtige. Hier findest du die Buddy-Tafel, auf der du deine Buddies verwalten kannst. Solche wie die findest du überall im Dorf. Vielleicht hast du ja schon eine gesehen. Falls du Buddies von Iori anheuerst, kannst du sie hier verwalten. Wie auch immer, die Buddies hier arbeiten sich jedenfalls die Schnurrhaare krumm, um besser und gestärker zu werden. So viel von meiner Seite. Wenn du mehr erfahren möchtest, musst du selbst mit den anderen reden. Okay. Wie cool ist der? Also wenn da steht A, ne, dann ist das, weil mein Hund in der Nähe ist und ich auf den steigen kann. Nicht, dass ihr denkt, man kann da was machen. Ich grüße dich. Du bist ein Jäger aus Kamura, nicht wahr? Bitte entschuldige den plötzlichen Überfall. Ich bin Rondin, zu deinen Diensten. Wie du siehst, bin ich eine Händlerin, die aus einem weit entfernten Land im Westen stammt und von dort die Meere bereist. Ich habe hier auf meiner Reise einen Zwischenstopp eingelegt, um mit den Leuten in diesem entzückenden Dorf zu handeln. Ist Handel nicht etwas Wunderbares? Die Bewohner verschiedenster Siedlungen kommen zum Austausch von Waren zusammen. Es kann noch eine Weile dauern, bis ich meinen Laden eröffnen kann, aber komm doch bitte jederzeit gerne vorbei. Auf Wiedersehen. Beehr mich wieder, wenn dir der Sinn nach dem Wundern des Handelns und Reisen steht. Ich will reisen. Ach, die Argosy ist das. Ja, okay. Noch zu tun. Okay. Chino, die Händlerin. Ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich bin Chino. Wir sind in der Hoffnung nach Kamura gekommen, Handel mit den ehrbaren Leuten hier zu treiben.
Dazu muss ich aber klarstellen, dass wir nur Lady Rondines Assistentin sind. Für Einzelheiten würden wir dich bitten, dich direkt an unsere teure Lady zu wenden. Sieh an, Nephias, du bist jetzt also ein Jäger. Gut gemacht. Ich bin Kogarashi. Mir unterstehen die verliehenen Kamura. Früher war ich der Paliko des ältesten Vogen. Wir haben oft zusammen gejagt. Nur unterstehen mir die Meonster-Jäger. Wenn du mal was über die Meonster-Jäger wissen willst, kannst du mich jederzeit fragen. Auf gute Zusammenarbeit. Du bist wohl hier, um die Meonster-Jäger anzusehen, nicht wahr? Ich fürchte, sie bereiten sich im Moment noch vor, aber keine Sorge. Ich benachrichtige dich, wenn sie fertig sind. Ach ja, die Meonster-Jäger. Hey Nevias, ich habe von deiner Ernennung zum Kamura-Jäger gehört. Glückwunsch. So, das ist der Buddy-Scout. Du kannst dir vertrauenswürdige Buddies anheuern, die dich auf die Jagd begleiten. Die sind auch alle toll und sie alle würden gern mit dir ins Gelände gehen. Schau vorbei, wann immer du etwas in Verbindung mit Buddies brauchst, okay? Geduld, ich habe 2 Jahre Capcom gestartet. Ich habe mich genug geduldet. Hä, ihr hattet doch World die ganze Zeit. Chillt doch. So. So, sie ist am Dango futtern. Okay, machen wir die nächste Quest, wa? Und komm zurück. Wie ist Meister Utsushis Quest gelaufen? Naja klar, die Grundlagen sind nicht sonderlich spannend, aber nur auf einem soliden Fundament kann man bauen, nicht? Denk mal an Dango, die sind auch deshalb so genervt, weil Yomogi bei den Zutaten keine Kompromisse eingeht. Dango hin oder her, dir geht es ja doch nur um das eine. Quests, ich habe ein paar neue 1-Sterne-Quests für dich. Quests ähneln dem Erklimmen eines Bergs. Arbeite weiter die Liste ab und ehe du dies versiehst, bist du an der Spitze. Wie bei einem Berg führen viele Wege nach oben. Wähle die Quests, die zu dir passen und finde deinen eigenen Pfad. Aber wenn du weiter so rumtrödelst, stehst du morgen noch hier und hörst dir mein Geplapper über Dango mit Gesichtern an. Kugelrunde Laternen, Fungusfrost, Jager 8, Jager, okay, wir machen die alle. Don't forget to eat, ja, mach ich, Moment. Ich freue mich für dich. Die glasierten Äpfel sind super lecker, aber bei der Jagd helfen sie dir wohl eher nicht. Oh, wow. Have a seat? Kann man hier doch essen? Lol. Knuffeleule. Oh mein Gott. Weil ich gerade nur einfach einen Screenshot zu schicken. Aber es wäre gemein. Man kann den Kleidung anziehen. Wir wissen, was für Kleidung das ist, die man den anziehen kann. Warte mal. Ah, ich hab nix. Aber Farben kann ich ändern. Namen ändern? Ach, man kann seinen Namen nochmal ändern. Okay. Besser als Pugi. Nein, Pugi war auch cool. So. Hallo, Feuerbote. Aber jetzt haben wir damit Punkten, weil Geld sparen. Was wollen wir denn?
Eigentlich muss ich nur sammeln. Dann nehmen wir die Sammelsachen. Man hat halt noch kein Essen am Anfang. Komm, wir lassen das Lied nochmal laufen, weil ich es so toll fand. Klar ändern sich die Farben von dem Teig. Ich habe ja auch andere Kugeln genommen. Natürlich. So. Kannst du mir welche besorgen? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sammeln soll. Ich habe gar nicht gelesen. Aber egal, jetzt können wir eh erstmal rumdörpen. Ah, Feuer der Pilze. Okay. Wenn du einen neuen Ort zum ersten Mal aufsuchst, zeigt deine Karte in diesem Gebiet zunächst Nebel an. Dieser Nebel wird gelüftet, je mehr du den Ort erkundest. Okay. Du kannst dir erledigen, wenn du die gewünschten Objekte lieferst. Kontoobjekte werden automatisch abgeliefert, wenn du sie aufsammelst. Transportobjekte müssen transportiert werden. Logisch. Ah, grüne Punkte zeigen mir die an. Okay. Nein, ich wollte reiten. Bin ich erstmal wieder runtergesprungen und da war noch eigentlich was zum Sammeln. Egal. Gehen wir woanders sammeln. Braucht man online, um zocken zu können oder nur mit anderen Orten zusammenzuspielen? Keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht zu 100% beantworten. Ich würde vermuten, dass du Nintendo Online nur brauchst, um mit anderen zu spielen. Aber weiß ich nicht. Kann ich dir nicht garantieren. Meine Vermutung wäre ja. Also, dass man es braucht, um mit anderen zu spielen. Und wenn du Solo spielst, nicht. Aber ich kann es dir nicht zu 100% sagen. Bei World auf der PS4 brauchtest du auf jeden Fall Save. PSN Plus. PS Plus. Egal, was du spielen willst. Das Spiel hat gar nicht gestartet, wenn du kein PS Plus hattest. Ja, Monster anlocken mit dem Miefenherz. So. Erstmal alles sammeln, was wir in die Finger kriegen können. So, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, wie in der Camp Position. Oben rechts ist gut. Nee, lass mal bitte. Ah, da sehe ich doch noch einen grünen Punkt unter dem Nebel hervorschimmern. Oben auf dem Berg. Kannst du hier hochlaufen? Nee. Oh, reicht das? Ja, safe. Okay, cool. So. Haben wir noch eine Feuerlaterne, haben wir noch einen Buff und noch einen Buff, die wir nicht brauchen. Reizpilz. All the Buffs. Katze. Lynx Ausbeute. Komm, wir berauben die Katzen. Mal gucken, ob sie in dem Spiel mal was liegen lassen hier. Du hast nichts gefunden. Ja, toll. Da liegt, glaube ich, nur was, wenn sie dir was klauen. Hier, die da. Die Gauner. Oh, ein Plämmerz. Den nehmen wir auch mit. Dann ruft sie große Monster an.
Leibspeise der Millings, sie können nicht widerstehen, okay. Ein bisschen Monstermaterial nehmen wir auch direkt mit. Looten! Gonna need some of this. Unikatpilzkolonie. Tack, tack. So. Was bist du? Felsechse. Okay. Auf jeden Fall müssen wir jedes einheimische Wesen einmal finden. Das steht fest. Haben wir im World... Ich glaube, im World haben wir es fast gemacht. In dem World müsste ich ja nicht jedes zumindest mal gehabt haben. Aber eher verteilt über PS4 und PC. Auf einer Plattform nicht mehr. Bitterkäfer mitnehmen. Ah, die grünen Punkte, wenn die wieder da sind, kann ich dann nochmal hinsammeln. Da, 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 da. Echt da hoch? Hier ist nix. Wann kann man denn hier hoch? Mit die Punkte, die brauchen wir. Keine Ahnung wofür. Goldtarov. Ich will halt die Map erst aufdecken. Wir haben ja in der Quest ohne Ende Zeit und uns bedroht hier noch nichts. Darfst du schon sowas wie den Talisman zeigen? Den habe ich nicht. Ich habe zwar Early Access, aber es ist kein Vorbesteller Early Access. Zumindest glaube ich nicht, dass ich den habe. Aber ich dürfte ihn zeigen, wenn ich ihn hätte. Aber ich meine nicht, dass ich den habe. Kann gleich mal gucken. Ob ich da aufs Dach kommen? Easy. Gut, nicht die Waffe ziehen. Okay. Oh, es wird Nacht. So, weiter Richtung Norden. Oh, das ist so cool. So, zack. Das nehmen wir noch mit. Die ganzen Käfer und Tiere werden wir nicht rausnehmen können aus der Quest, aber ich sammle sie gerade trotzdem mal. Einfach, um sie mal registriert zu haben, dass ich sie gesammelt habe. Ah. Da oben gibt es noch Pilze. Problem ist, wenn ich jetzt zu viele Pilze sammle. Endet die Quest. Im Feld werden die Gebüsche aus Pflanzen beginnen, die als Sendezweige bezeichnet werden. Greift diese Büsche an, um sie abzuholzen und Irrlitze zu enthüllen, die sich im Inneren verbergen. Helferwesen lassen sich so auch finden.
Okay, ich brauche noch einmal so eine Questpflanze, dann hätten wir die Quest fertig. Okay. Bevor das keine Mantel mehr gibt. Ich fand die Mantel cool. Oder Mantel. Mochte die. Nicht gut shit, die Mäntel. Muss man mal sagen. Die haben es aber immer noch drin, dass wenn man weit entfernt Monster sieht, dass sie anders gerendert werden. Mir gerade instant aufgefallen. So. Den Kleinen ist das aber auch nicht schlimm. Ich wollte mich die nur angucken. Lass mich gucken. Wollte ich nicht angreifen. Wenn du mich jetzt angreifst, hau ich. So. Schildkröte sieht süß aus. Was für eine Schildkröte? Das ist keine Schildkröte. Das ist eine Schnecke. Heppa. Du meintest auch noch die Schnecke. Ich habe eigentlich einen Witz gemacht. Oh mein Gott. Ah nein. Fuck. Okay, warte. Warte. Machen wir einmal hier den hier. Ah nee. Ich hab A nochmal gedrückt, aber zu spät. Ach ja, die explodieren ja instant. Kleiner Monster aktualisiert. Bombadji. So. Das sind nämlich kleine Monster. Die will ich jetzt auch einmal looten. Für die Materialien. Wer weiß, was man sich für eine Rüstung bauen kann hier. Ah, rohes Fleisch. Warte mal. Oh, es gibt wieder Kelbis. Gucken wir mal, ob die Kelbis sterben oder ob sie despawnen. Gucken wir mal. Also ob sie... Die sterben. Okay. Oder stehen die hier wieder auf? Eigentlich sind die ja immer aufgestanden dann, ne? Meine Katze da mit dem Kelbi. Meine Katze hat die Hörner abgehauen. Nice. Ah, die stehen wieder auf. Ja, okay. Kelbihorn. Nee, Gargwas muss ich nicht töten. Gargwas ist uninteressant. Obwohl, für die Liste als kleine Monster-Eintrag, ja. Aber so, dass ich Material von denen mitnehmen will. Die haben eh nur Fleisch meistens. Aber kann ich ja eben machen. L
Du, möchtest du was Knuffiges sehen? Nein? Es hat mit der Eule zu tun. Sie vibriert so stark. Willst du nicht wirklich kurz gucken? Nicht ganz kurz? So ein bisschen Eulchen? Mein Eulchen heißt Lou. Ja. Oh, oh scheiße, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Das wollte ich noch gar nicht. Oh, Herr Gagler. So, haben wir eine Liste. Oh nein, Gagwa-Ei. Spür Lus Vibrationen bis hierhin. Was? Anfrage erledigt. Einreichbar 1. Okay. Hier, Chefe. Deine Lieferung ist fertig. Gib mir Tränke. Frischling, schon fertig mit meiner Quest. Wie, ich danke dir. Ich köstlich. Ich habe direkt noch eine kleine Bitte an dich. Du weißt ja, dass alle versuchen, Kamura auf ihre eigene Weise zu helfen. Ja. Dann brauchen sie dabei manchmal eine helfende Hand, eine gut bewaffnete, wenn du weißt, was ich meine. Sei doch deinen Mitbürgern behilflich, wenn sie eine Gelegenheit bietet. Je stärker eure Verbundenheit, desto stärker ist auch Kamura. Das hab ich vorhin schon gesagt. Ich muss jetzt Eulchen jedes Mal füttern, Chat. Ich will, dass Eulchen mich mag. Lou lacht. Wieso kann ich das denn hier nur erst im Menü füttern? Das ist weird. Quite adorable. Es guckt auch wie Lou, wenn es Essen bekommt. Ja. Das macht Lou auch, wenn sie Essen bekommen, Mann. Das ist schon ein bisschen wie Lou. Du würdest so gern gucken. Ja, kannst du doch. Lou vibriert so viel. Lou so, ich will gucken, aber ich will auch nicht gucken. So, Dorfquest. So, das haben wir. Fungusfrust, einmalige Pilze, 8 Jagras. Ich wünsche, ich könnte mehrere Quests annehmen, das wäre so schön. Gehen wir mal Fungusfrust. Achso, ich wollte die Eule nicht rufen. Nein! Hello there, friend. Geh weg. So. Wir brechen jetzt ohne Essen auf. Lohnt sich nicht für die Quest. Oh, nachts. So, Doggo, let's ride. Die grünen Punkte auf der Map sind echt hilfreich, aber die werden wahrscheinlich nicht für immer da bleiben. Ich muss noch mal links aufdecken. Dass es hier ein Miefenerz gibt, das weiß ich schon aus der Demo. So. Aber den brauchen wir noch nicht. So. Da jetzt am besten hoch. So. Nein, nicht runterfallen. Okay. So, wo sind die Mushrooms? Da sind die Mushrooms.
Wow. Ist ernsthaft hier hingefallen. Achso, nee, warte, das ist die Stelle, wo der Hund hochklettern kann. Ich dachte, das wäre die andere Stelle, wo man den Käfer unbedingt braucht. Wieso? Das hat nichts gemacht. Ich wollte was machen. Ja, ich wollte dir fiese Screenshots schicken von der Knuffeleule. Aber ich hab's gelassen. Ja. Ja. Und du hättest sie geöffnet und dann hättest du es knuffig gefunden. Wenn du nachher überhaupt spielen kannst. Wollt sie das gerade auf mich schieben? Ja, schon so ein bisschen. Frechheit. So, wo kriege ich denn hier... Das gelbe Erze? Nee, dachte schon. Gib mir das Eisenerz, das werde ich brauchen. Geht's hier noch höher? Ja. Komme ich hier irgendwo höher? Das ist die Spinne, die coole. Zack, zack, zack. So. Komme ich hier so hoch oder... Doch, habe ich. Din, di, di, di. Da. Wollte schon sagen, bin ich blind? Wo ist es? Kann jetzt Erze mit einem Schlag abbauen? Ja, aber kriegst auch weniger rausgefühlt. Also zwei Erze aus dem Erz jedes Mal oder ein bis zwei Erze ist echt wenig. Das Sammeln, was die eingeführt haben mit World, das Schnelle, das ist das Beste, was sie machen konnten. Also VW. Oh nein, ich habe mich verdrückt. Das war dumm. Komme ich jetzt so wieder hoch? Nein, 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 rutsch nicht zu weit, danke. Oh. Aber nur einmal. Wait a minute. Nein, oh mein Gott. Rette dich. Ja, retten. Da will ich hin. Okay, da ist der Fels, den ich brauche. Okay, perfekt. Sehr schön. Die waren gelootet? Nein! Oh! Doggo Knuff! Katzenfistbump, let's go! Ich hab so einen hübschen Doggo, Lou. So ein Knuffeldoggo. Ja. Und so eine knufflige Katze. Und du wirst 50.000 Jahre brauchen, den Hund und die Katze zu bauen. Ich weiß. Was? Yomogi vom Teeladen drüben hat nach dir gesucht. Sie wirkte wegen irgendwas aufgebracht. Sieh doch mal nach ihr, ja? Was hat Yomogi? Was ist das für eine Eule? Ist das meine? Ciao, Euli. Ist das meine? Ist zu knuffig, die hüpfen so. Hey! Oh, hi!
Hast du die furchtbaren Nachrichten schon gehört? Das ist ein echter Notfall. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Die Neuigkeiten, ein Groß-Itsuchi verwüstet gerade die heiligen Ruinen. Das ist der absolute Horror. Ich übertreibe etwas, aber das ist wirklich ein... Aber das ist wirklich ein Groß-Itsuchi. Und der hockt direkt auf unserer Haupthandelsroute. Bitte, du musst ihn aus dem Weg schaffen, sonst bekomme ich meine Dango-Zutaten nicht geliefert. Bitte? Oh, vielen, vielen Dank. Bist der Wahnsinn. Okay, die Jagd auf den Groß-Itsuchi ist nun eine dringende Quest, die du bei Hinoa annehmen kannst. Okay. Ab wann können wir zocken morgen? Schon um 12? Ja, hast du nicht? Weiß ich nicht. Achso, nee, du warst es nicht, der das gefragt hat. Ich weiß nicht, wann ihr zocken könnt. Es kann sein, dass sie ab Mitternacht spielen können. Es kann sein, dass sie erst ab 9 Uhr spielen können. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann Nintendo es freischaltet. Dringende Quest können nicht warten, sonst kann es übel ausgehen. Richtig übel. Und gerade sieht es düster aus. Yomugi hat mir alle Infos gegeben. Ein Groß-Itsuchi blockiert eine wichtige Handelsroute. Und es geht hier nicht um irgendeine Route. Darüber werden die Zutaten für unsere famosen Dango geliefert. Uns könnten tatsächlich die Dango ausgehen. Mir wird ganz anders. Du musst das Monster beseitigen. Aber Vorsicht, Groß-Itsuchi haben meist Mini-Itsuchi im Schlepptau. Pass auf, sonst verbünden sie sich gegen dich. Jetzt geh und rette unsere Dango. Ein Groß-Itsuchi. Tsuchi Smuchi. Danach gibt es wieder ein Geheimnis. Die muss ich jetzt nicht mehr machen, aber ich will die, glaube ich, machen. So, wir machen jetzt erst die. Die Dangos können warten, tut mir leid. Muss ja nicht so lange rumdörpen. Ja, die Punkte sind sogar jetzt hier auf der Map. Nur Noobs brauchen Dangos, ist so. Außerdem habe ich Jagas noch nicht gekillt. Ah, da sind Bulfangos. Können wir auch noch killen. Können alle in meine Liste der kleinen Monster. Jagras wirken größer als in World. Nicht wirklich. Nicht wirklich. I'll be taking that. Ich wünsche, man könnte kleine Monster anvisieren, das wäre so schön. So. Hä? Achso, die Punkte verschwinden nicht, wenn die... Okay. Dago? Okay. Ah doch, die verschwinden, wenn die Leichen despawnen. Ah, okay, 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 okay. Cool, cool. Knochen mitnehmen. Nee, die sind nicht größer. In World musstest du da auf den reiten können, also das ist schon die gleiche Größe. In World hast du die als Reittiere gehabt teilweise. Also das passt schon. Da, 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 da. Glückswesen gefunden? Was? Was für Glückswesen. Es wird angezeigt auf der Map.
Und jetzt? Wo bringt es mich hin? Glückskränzweig erhalten, mehr Belohnungen winken. Oh lol. Cool. Nehme ich. Das war neu, das kannte ich nicht. Immer wieder für eine Überraschung bereit. Keine Ahnung, wo ich die Buffs sammle, aber ich will's. Das ist so in... Seit Volt in mit drin, alles mitzunehmen. So, den müssen wir auch nochmal hauen. Komm mit, Doggo, kämpfen wir dich jetzt. Geil. Geil, haut. Perfekt. Was ist das? Ein Käfer. Juwelenlilien gefunden. Kennen wir doch schon die Juwelenlilien. Nervt nicht mit euren Lilien. Gibt es hier irgendwo noch mehr? Also ich weiß, dass oben auf dem Berg noch ein paar Jagras sind. Aber sind hier auch irgendwo noch welche? Fände ich gerade irgendwie coole. Dann bräuchte ich nicht hoch. Nee, leider nicht. Okay, umdrehen. Wir brauchen ja nur noch einen oder so. Fango, der schläft. So. I'll just take this. Da oben auf dem Berg sind welche. Pay attention to your stamina. Logo, du machst das. Hol ihn dir. Derzeit kann ich looten. Wo ist er hin? Was ist das? Sprossenfeld-Nikard. Kontoobjekte. Geht das hier auch so, dass ich bestimmte Kontoobjekte finden muss und dann wird mir Essen freigeschaltet? Oh, das wäre so toll. Ja auch hier zu bestimmten Wetterlagen und so hier hin. Falls es das gibt. Ich weiß nicht, ob es noch verschiedene, ob das wie ein World ist, dass man verschiedene Wetter haben kann auf den Maps. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Pilze. Das da. Spinnennetz. Nehmen wir alles mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Wer weiß. Nadelbeeren noch eingesteckt. Stell dir vor, ihr habt so einen großen Hund, ey. Uff. Eigentlich cool, wenn man den eigenen Hund reiten könnte.